Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute bei der Firma HWA in Affalterbach. Wir waren ja schon hier, ihr habt es gesehen. Hier wurde die Carbonkardanwelle für die RS4 Limo gebaut. David und Gordian warten schon auf mich. Heute bin ich wirklich einer der Ersten, der hier überhaupt filmen darf. Gegenüber ist AMG, aber hier werden die ganzen Rennautos gebaut. DTM, GT3, GT4, so viele verschiedene Autos. Ich bin wirklich gespannt, was uns erwartet. Das wird richtig geil, das wird richtig technisch. Es ist mir wirklich eine Ehre, dass ich euch diese Einblicke zeigen darf. Deswegen, let's go, Attacke. Geht los. Herzlich willkommen, Philipp, Gordian. Hi. David. David, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Große Herzlich Ehre. Willkommen bei uns. Ist tatsächlich so, was hier noch nie jemand gefilmt hat? So richtig nicht. Es gibt sehr wenige Teams oder Menschen, die hier waren und denen wir unsere Firma gezeigt haben. Natürlich ist AMG hier einer unserer größten Kooperationspartner. Auch im Umfeld zu sehen, genau. Die sind natürlich hier schon häufiger mit Kamerateams gewesen, aber ansonsten würde ich sagen eher weniger. Stellt euch doch mal bitte einmal ganz kurz und mit einem Satz vor. Ich bin David Leier, 26 Jahre mittlerweile alt, habe vor einem Jahr hier angefangen zu arbeiten im Composite-Bereich, also bin Composite Design Engineer. Eist, Carbon und sowas. Alles voll, geil. Volles genau Programm. Richtig. Leichtbau halt. Ja, deswegen sind wir hier. Ja. Ja, mein Name ist Gordian, Gordian von Schöning. Ich bin im Grunde mit Unterbrechung seit 2007 hier in dem Unternehmen. Hatte verschiedene Aufgaben in den ersten 10 Jahren, die ich hier verbracht habe. In der Konstruktion, Fahrzeugkonstruktion, verschiedene Projekte. Bin dann 2016 zu BMW nach München, BMW Motorsport, habe da sehr ähnliche Sachen gemacht. Nach dem München-Aufenthalt, so nenne ich das mal, habe ich dann im Prinzip die Aufgabe bekommen, zu ITR zu gehen. Das ist der Promoter der DTM. Allerdings ist dann 2020 dieses Corona-Thema irgendwie gekommen und damit war das ganze Class One-Reglement, so nannte sich das, ist dann ins Wackeln gekommen eigentlich. Und dann hatte ich das Glück, dass sich hier eine Aufgabe ergeben hat und bin ich wieder zurück zu HWA. Seit Winter 2020 bin ich jetzt zuständig für die Gesamtfahrzeugentwicklung. Erstmal die ganz harten Basics. Seit wann gibt es HWA? Wie ist das Ganze entstanden? Genau, auch relativ einfach. HWA steht für Hans-Werner Aufrecht. Herr Aufrecht ist einer der Gründer von AMG und auch gleichzeitig ist A, also Aufrecht AMG. Die Firma HWA gibt es jetzt seit 25 Jahren. Wir feiern dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum, sind völlig unabhängig, also ein eigenständiges Unternehmen und wurden gegründet, nachdem man AMG an Mercedes, an damals an die Daimler Chrysler AG verkauft hat. Okay, also Hans Werner hat eigentlich erst mit AMG angefangen, dann AMG zu Mercedes. Mit seinem Kumpel Melchior zusammen in Groß Asbach, so kommt das AMG zustande. Und dann hat man das im Prinzip hier nach Affalterbach verlegt, hat dann hier angefangen, natürlich Serienfahrzeuge zu modifizieren, so das war das Kernthema. Dann in den 70er Jahren Motorsport betrieben. Ich glaube, das signifikanteste Thema ist die Rote Sau, kennt eigentlich jeder. Damit hat man dann so den Einstieg in den Motorsport geschafft. Und das war eigentlich auch der Schlüssel, nachdem man praktisch das Seriengeschäft AMG Ende der 90er Jahre an Mercedes verkauft hat, hat man gesagt, den Motorsport, den machen wir weiter. DTM, auch gegründet von Herrn Aufrecht, also der hatte die DTM gegründet. Der war aktiv, würde ich sagen. Genau, hat dann gesagt, das Thema wollen wir weitermachen und hat das dann auch für Mercedes bis einschließlich 2018 sehr erfolgreich gemacht. Wir sind nach wie vor das erfolgreichste DTM-Team und sind da auch sehr stolz drauf. Ja. Das heißt, HWA ist aber heutzutage komplett losgelöst von AMG und ihr genau. könnt also jetzt übertrieben so sagen, machen, was ihr wollt. So. Die sogenannte Pre-Merger-Zeit, also bevor man sich sozusagen an Mercedes gehängt hat, da war AMG ja auch völlig unabhängig. Man hat dann angefangen mit dem ersten Modell C36, das war die erste offizielle Kooperation. Und genau, und so hat man im Grunde AMG unabhängig gehabt bis zum Verkauf und HWA seit der Gründung unabhängig. Jetzt ist hier allerdings drumherum überall AMG. Das ist auch AMG Hauptsitz, Affalterbach. Also genau. AMG gibt es auch nur hier. Richtig. Das heißt, so ein bisschen Ressourcenaustausch macht man aber schon. Absolut. Projektmäßig also, und so weiter. Ist jetzt nicht so, dass man da, also man arbeitet schon zusammen. Nein, nein. Also wir müssen ganz klar sagen, AMG ist unser Hauptpartner, also absolut. Und auch, obwohl wir jetzt in den letzten Jahren keinen Werksmotorsport so betreiben, das muss ich dann nachher auch noch ein bisschen erzählen, was wir da so gemacht haben. Aber trotzdem, nee, nee. AMG ist absolut unser größter Partner hier. Für die arbeiten wir, entwickeln wir hier. Das ist unsere größte Thematik. Aber AMG entwickelt schon selber auch die Fahrzeuge. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine neue E63 rauskommt. Absolut. Also AMG hier am Standort entwickelt seine Fahrzeuge selber und seit dem SLS ja auch ganz eigene Fahrzeuge, also nicht nur modifizierte Serienfahrzeuge oder Derivate, sagen wir mal, sondern eben eigene Fahrzeuge. Und aber was nicht auf der Straße fährt, also ohne Nummernschild in Anführungsstrichen, das machen wir hier. Geil. Deswegen sind wir auch hier. Wo du sagst, nicht auf der Straße ohne Nummernschild, habt ihr irgendwie eine Teststrecke? Also eine eigene Teststrecke oder müsst ihr immer irgendwo hinfahren?
Nö, das ist aber auch ganz gut. Dann ist man nicht an eine gebunden, sondern hat dann alle Möglichkeiten. Das heißt, man bucht sich wirklich richtig dann immer tageweise auf irgendwelchen Einstellungen. Genau, also was es natürlich auch gibt, ist, dass wir mit Mercedes zusammen, weil wir auch Fahrzeuge dann eben für AMG Mercedes entwickeln, dass wir dann natürlich deren Test-Facilities mitnutzen. Aber ansonsten wollen wir ja auch die Produkte auf den Strecken testen, auf denen sie später eingesetzt werden. Und von daher sind wir auf der ganzen Welt zu Hause. Aber AMG hat jetzt auch keine eigene Teststrecke hier in der Nähe. Nee. Cool. Ja, weil es geht nämlich direkt los. Wir sehen hier nämlich einmal schon mal Mercedes. Deswegen haben wir jetzt aber auch die Frage direkt geklärt, warum hier ein Aston Martin steht und ein, keine Ahnung, was steht. Ja, das ist, genau, lass uns darüber reden. Nur kurz, ich muss wirklich sagen, ich bin leider wirklich nicht gut in diesen ganzen Rennserien. Kein Problem. Ich bin jetzt ja selber mit dem Abarth auch erst seit anderthalb Jahren dabei, überhaupt mal so ein bisschen auf der Rennstrecke unterwegs zu sein. Die alten Formel-1-Zeiten, da schon noch. Aber so alles, was so Tourenwagen, GT Masters, VLN, NLS, dies, das, jedes und so weiter, das ist, ich glaube, das geht auch vielen schwer, durch diese ganzen Klassen durchzublicken. Ja, also selbst für Leute, die in dem Business sind, ist es schon manchmal schwierig, da den Überblick dann zu kriegen. Ja, also ist schon. Deswegen müssen wir auf jeden Fall zu jedem Fahrzeug immer ein bisschen was sagen. Das hier ist Aston Martin. Genau. Wenn man hier jetzt so reinguckt. Ja, ja komm. Okay, da sieht man relativ schnell. Da was ist das Gute ist, was man hier machen kann, man kann hier auch die Türen kann man auch machen. Man kann die auch rausnehmen zur Not und dann kannst du hier schön reinschauen. Das wäre deine Aufgabe gewesen, so ein Teil. Ja, im Prinzip genau, das sind solche Teile, die wir sagen wir mal, im Composite-Bereich dann auch machen. Warte, ich hole gleich meine Waage raus hier. Ja. Solche Teile baut ihr auch hier vor Ort oder nur Entwicklung vor Ort? Oder teils? Nicht mehr. Also wir hatten auch eigene CFK-Fertigung, zwei Autoklaven. Wir haben dann aus strategischen Gründen entschieden, hier die Fertigung intern zu reduzieren. Und deswegen haben wir Partner, die das für uns machen. Aber die Entwicklung, Konstruktion, teilweise auch die Werkzeugkonstruktion machen wir hier. Genau. Krass. Ich würde mal tippen, diese ganze Tür so wie sie ist. 3 Kilo. Ja, vielleicht ein bisschen weniger. Und schwerste ist eigentlich die Scheibe, weil die Scheibe hat auch eine Mindestwandstärke. Das ist praktisch reglementsbedingt. Ja, und was wir natürlich auch hier... Und hier trotzdem war übelst stabil, ne? Folgende so, es ist ja alles dran, ne? Und trotzdem so wenig. Also siehst du gerade hier diese Öffnungsmechanismus, den hätten wir natürlich irgendwie kleiner machen können, aber das Ziel ist ja, wenn hier irgendwas in so einem Auto passiert, dass schnell da einer rauskommt. Und da wollen wir nicht dran sparen, Sicherheit ist nichts. Genau. Ich sehe hier Dekra. Wie ist das bei so einem Rennauto? Gibt es da auch, ich sag jetzt mal, interne Zulassung für alle Teile? Oder könnt ihr so eine Tür bauen, wie ihr lustig seid, und dann fährt ihr auf der Rennstrecke rum? Also, wie gesagt, das ist ja auch Teil des Reglements. Also in dem Fall ist das das Class 1 Reglement, der DTM gewesen. Mhm. Da gibt es ganz eindeutige Vorschriften, was man hier machen muss. Deswegen sage ich auch, Mindestwandstärke Seitenscheibe ist vorgeschrieben. Mhm. Die Tür selber war jetzt, glaube ich, ehrlicherweise nicht so viel, was man da einzuhalten hat, aber im Grunde gibt es Vorgaben und dann wird das Fahrzeug auch homologiert. Also es ist wie eine Zulassung. Das heißt, bevor du das erste Rennen antrittst, schaut sich praktisch in dem Fall Dekra, ist ja immer schon der technische Partner gewesen, mit dem DMSB zusammen, schauen die sich das Fahrzeug an, man bereitet dann eine Unterlage vor, so ein Homologationsdokument. Dann wird das approved und dann darf man auch erst rennen fahren. Muss man da auch richtig Versuche machen? Also, oder nur Nachweise bringen oder wie ist das? Oder könnte ich jetzt als Beispiel selber sagen, ach komm David, wir bauen jetzt mal ein paar Carbon-Teile und machen jetzt mal so ein Arbeit homologisieren? Nee, also es fängt von Berechnungen an, die man machen muss, um irgendwas nachzuweisen. Aber man muss auch, sagen wir mal, reale Versuche machen, um auch zu zeigen, ey, hör mal zu, das was wir hier bauen, das kann das auch. Ne? Weil man kann sehr viel berechnen und wenn man falsch berechnet, dann bringt es ja auch nichts. Ne? Deswegen, man muss auch Versuche machen. Kann man so über den Daumen sagen, was so eine Zulassung kostet? Also wenn man jetzt nicht mit einrechnet, dass es am Ende auch toll funktionieren soll, sondern nur einfach so diese ganze mit Versuchen, mit Absprachen, Dekra und so weiter. Wird ja auch schon im Millionenbereich sein, ne? Ja, das will ich jetzt gar nicht so beziffern wollen, weil im Grunde, du hast es ja gerade beschrieben, David, gewisse Dinge sind zu erfüllen, gewisse Dinge erfüllt man auch für sich selber, um einfach auch sich selber abzusichern oder auch die Sicherheit für den Fahrer zu gewährleisten und auch für Zuschauer und so weiter. Von daher, also würde ich jetzt eher es schwer zu betitulieren, die eigentliche Homologation, das sind so, ja, das waren Kosten, die man sozusagen in den DMSB errichtet. Das ist alles im Rahmen. Liegt natürlich auch daran, weil ihr es jetzt über Jahre macht, dass man natürlich auf alten Stämmen noch immer wieder aufbaut. Ja und nein, man hat natürlich, man sieht ja über die Saison entwickelt man und dann sieht man natürlich auch gewisse Entwicklungen, die vielleicht jetzt nicht gut gewesen sind, wo man dann einfach sieht, okay, da ist jetzt Potenzial, das müssen wir nochmal neu machen oder es sind Teile gewesen, die funktionieren so gut, dass man die auch weiternehmen kann, also teils. Ne?
Was mich auf jeden Fall, weil du gerade sagst, während der Saison, was mich am meisten reizt doch an diesem Termin, ist einfach mal so ein bisschen zu erfahren, wie das so teamintern bei euch heute hier so ist. Mhm. Weil ich selber merke, wenn du auf der Rennstrecke unterwegs bist, du brauchst da halt wirklich nur Leute, die wirklich halt am Ball bleiben. So, ne? Also am Ball bleiben im Sinne von die wissen, was sie da tun und halt auch eine Leidenschaft für haben. Wenn man was Normales produziert, da kann man auch irgendwen dann hinstellen. Kannst du irgendwas anderes machen. Also so, ne? Aber hier ist es ja schon so, der Fahrer kann ja auch nicht auf alles achten. Das sind ja so viele kleine Bindeglieder, dass das am Ende halt so funktioniert. Ne? Ja. Und es ist ja auch ein Metier, wo, wenn etwas nicht funktioniert, man es halt leider sofort merkt. Ja. Ich sag mal, bei einer Serienproduktion kann man das immer noch mal ein bisschen schön hier hast so, du ne? direktes aber Feedback und ich sag dir auch, das Feedback kriegst du nicht nur vom Fahrer, sondern auch von den Leuten, die so ein Auto aufbauen, die sehen dann auch, ey, was hast du hier konstruiert oder was ist das für ein Quatsch. Also das geht alles sehr schnell und wie du richtig angesprochen hast, Motivation ist hier das wichtige Thema, aber deswegen glaube ich auch, sind wir ein ziemlich cooler Arbeitgeber. Du machst in kurzer Zeit sehr viel, du hast sehr viel Verantwortung, du hast sehr schnell auch Feedback, damit muss man auch umgehen können, aber ja, du auch kannst dich Feedback. Als Entwickler oder als Mechaniker, als jeder, der an so einem Ding beteiligt ist, entwickelt man sich halt in einer ganz anderen Geschwindigkeit, als wenn du das irgendwo im Seriengeschäft machst. Das ist ja auch das Coole, sagen wir mal, als Ingenieur, so schnell auch das zu sehen, was du am PC entwickelst. Ja, ne? Das ja. ist ja auch, das ist, für einen Ingenieur ist es immer was Cooles, wenn man was am PC hat und es dann auch super schnell einfach sieht und in der Hand haben kann. Und halt, was ich am realistischsten finde, ist halt dieses knallharte Feedback, weil es gibt ja, wenn ein Auto auf der Rennstrecke nicht funktioniert, gibt es ja auch nichts an Schützerin. Ne? Nee, und da wird auch ganz klar geschaut, was ist jetzt passiert. Also das ist ja nicht so, dass du dann sagst, oh, jetzt machen wir es nächstes Mal besser oder gucken mal nicht, was passiert ist, sondern es ist, das ist die Kultur dabei. Das ist auch wichtig, dass man Fehler macht, davon lernt man. Das heißt, wir haben Systeme, wenn hier im Prinzip irgendwas passiert, dann gibt es Kategorien, also von die Teamwares, die Schuhe werden nass im Regen, bis hin zu die Bremse war undicht oder so. Ja? Also das sind so, sage ich mal, die Boundaries. Und da wird praktisch ein Fehler eingetragen im System und da wird dann auch danach verfolgt. Okay, wie lösen wir das? Wie ist das beim nächsten Mal auszuschließen? Wie kann man sich verbessern und so? Und das ist eigentlich die Kultur dabei. Ja. Ja. Das ist eigentlich die Entwicklungsgeschwindigkeit. Das sehe ich im Arbeit hier. So ein Lenkrad kann man leider auch nicht anfassen, ohne eine Schaltwippen zu ziehen. Mach das. Du hast es ja abgenommen, also von daher passiert auch nichts. Genau. Weil alleine dieses Geräusch macht. Das Feedback ist, das ist toll, ne? Wenn man da richtig merkt, wie der Mechanismus da funktioniert. Kann man das einstellen, das Feedback? Oder ist ja, das, ja, du kannst jetzt die Stärke der Magneten ändern, dann ist hier so ein Druckschalter drin. Da gibt es echt Fahrer, die speichern her da. Kugeldruckstücke. Also jetzt muss man mal eins sagen, wenn je mehr du dem Fahrer so an Möglichkeiten gibst, desto komplexer wird es. Ja. Und wir hatten auch eine Zeit lang dann Abdrücke gemacht und alles Mögliche getan, um das halt sozusagen zu verbessern. Mhm. Auch die Position, will ich jetzt hier meinen, gibt es einen Knopf, für, dann kannst du trinken zum Beispiel, hast du einen Schlauch im Mund oder irgendwelche anderen Themen. Dieses Versetzen, am Ende hat sich rausgestellt, du machst das so ist es. Und gib's ihm. Komm damit klar. Mir wurde beim 24-Stunden-Rennen beigebracht, das ist der Flash-Knopf, das ist der wichtigste. Wenn die schnellen Autos von hinten kommen, dass du dauerhaft Lichthupe machst. Also zu dem Auto sehen wir nachher auch noch was, das wird, glaube ich, spannend. So, da haben wir einen, der zerlegt ist und den können wir jetzt nochmal genauer. Da müssen wir auch immer erstmal reinkommen in so ein Ding. Ne? Also ich würde mich jetzt echt gerne reinsetzen, aber so viel Zeit haben wir auch nicht, weil ich weiß, was uns alles hier noch erwartet. Aber das ist ja, also A ist das halt schon wieder Liegeposition, ne? Genau, also der Schwerpunkt ist bei so einem Rennauto eines der wichtigsten Themen. Wo habe ich Gewicht? Und der Fahrer ist nun auch eine Gewichtsgröße. Klar. Und deswegen muss der so niedrig wie möglich sitzen und so, wie wir das wollen. Aber klar, Sicherheit ist im Vordergrund. Das ist jetzt ein altes DTM-Auto. Genau, also alt heißt eben die letzte Class 1-Serie. In Japan wird die ja weiterhin noch so benutzt. Auch dieses Monocoque, was wir hier sehen, das ist so ein Einheitsteil, das hat zu der Zeit zwischen 2012 und 2020 im Prinzip alle Hersteller genauso verwendet und die Japaner nach wie vor, also das ist ein bewährtes System. Und das heißt, in der DTM-Zeit hat jeder dieses Vollcarbon-Monocoque bekommen und konnte sich dann so ein bisschen zurechtbauen. Ja, genau, also einfach gesagt, Das ist aber heute aber nicht mehr so. Nein, heute die DTM, so wie wir sie jetzt die letzten Jahre gekannt haben, sind ja Fahrzeuge, die GT3 basierend sind oder eigentlich kaum veränderte GT3-Fahrzeuge. Und nachdem jetzt die DTM als Marke an ADAC übergegangen ist, gehen wir davon aus, dass da natürlich das auch erstmal so weiterläuft. Aber wer weiß. Ne? Denkt ihr, das hat der DTM gut getan? Also war diese Entscheidung damals richtig? Absolut, weil wenn du das nicht weitergemacht hättest, wäre das irgendwie in so ein Loch gefallen. Natürlich ist es als Serie, okay,
es gibt zwei Perspektiven. Wenn wir das als Entwickler anschauen, ist natürlich schade, weil wir hier wirklich tolle Sachen entwickelt haben und die Autos halt, du hast vorhin genannt, das ist eigentlich wie ein Formelfahrzeug, was verkleidet ist. Also schau mal hier unten rein in den Kanal, dann schaust du praktisch bis nach vorne durch. Die Fahrzeuge haben auch brutalen Abtrieb, also das heißt bei 200 km/h ungefähr das Fahrzeuggewicht. Ja, also bei 200 km/h kann das Ding theoretisch an der Decke fahren. Das würde mich immer noch mal reizen. Ja, und das ist schon reduziert worden. Also man hat in den Jahren zuvor noch mehr Abtriebe gehabt und noch. Das sind wirklich tolle Fahrzeuge und im Grunde war es aber so, es ist natürlich relativ teuer gewesen und dann eben mit 2020 mit dem Corona-Thema ist das alles so ins Wackeln gekommen und dann, ich meine, das war die richtige Entscheidung, die DTM erstmal in so ein GT3-Thema zu überführen. Jetzt muss man halt aber gucken, dass man da wieder aufwacht. Mhm. Weil irgendwie muss sowas am Ende auch immer bezahlt werden und ich kann mir schon vorstellen, das ist natürlich für die Serienhersteller, weil es steht ja immer irgendeine Automarke dran, relativ, ich will jetzt nicht sagen uninteressant, aber die entwickeln natürlich lieber an einem Serienauto umso krasser weiter als jetzt ein reines Rennauto. Natürlich kann man wahrscheinlich diese Entwicklung immer übernehmen für irgendwas, aber aus einem Serienauto so einen schnellen Rennwagen zu machen, denke ich mal, ist für die Zukunft, für die weiteren Autos, die sie bauen, dann wahrscheinlich doch ein bisschen interessanter. Was wiegt so ein Auto? Genau, das hat Mindestgewicht. Also ich sagte jetzt nicht, was dieses Auto wiegt, aber es hat damals ein Mindestgewicht knapp über 1000 Kilo gehabt. Knapp über 1000? Ja, wenn du das Auto natürlich leichter entwickelst, dann kann man Gewicht dahin platzieren, wo man das brauchen will. Krass, 1000 Kilo, ne? Wenn man sich überlegt, diese kleine Arbeitsknutschkugel von mir hat halt auch knapp unter 1000 Kilo, aber wenn man sich überlegt, wie viel mehr hier dran ist, alleine was der Heckspoiler wiegen wird mit dem Mechanismus und so, ne? Das schon ja, krass. Und dann natürlich Leistungsunterschied wahrscheinlich auch. Und also Abtrieb, Leistung. Abtrieb ist ja, das ist A und O, ne? Traktion ist natürlich brutal, auch durch den Abtrieb dann wiederum. Ja. Kann man aber grob sagen, wie viele Gewichte ihr hier drin verändern könnt? Also im Sinne von, keine Ahnung, ihr habt jetzt 100 Kilo zur Verfügung, die ihr platzieren könntet zu einem Dreh? Oder sehen wir eher über 50 Kilo? Ja, deutlich oder? Weniger. Ja. Aber als Beispiel, wenn ich jetzt 50 Kilo vorne oder hinten hinpacke, ist das schon so ein Riesenunterschied. Absolut. Ja. Also 50 Kilo, ja. Das ist hier eine Welt eigentlich. Ja. Also wir reden von Kilo, das du verschiebst, das ist schon spürbar sofort. Ja. Ach, echt, echt Kilo. Fahrdynamisch ist das richtig spürbar. Ja. Merkt man das, also angenommen, wir verschieben jetzt 10, 5, 1 Kilo, merkt man das sofort oder merkt man es erst dann, wenn das Auto auf dieses neue Gewicht wieder abgestimmt ist? In Sachen Fahrwerk, Aerodynamik. Also du sagst das richtig, man muss das abstimmen, du kannst jetzt nicht einfach irgendwas machen. Das Auto wird dann neu eingemessen. Das müssten wir dir mal zeigen, wie man das an der Rennstrecke so macht. Und man sieht es und wir überprüfen das über Daten und so weiter. Also okay. Das wird man dann schon. Also ist schon so, wenn ich jetzt hier 5 rausnehme, 5 hinpacke, ja, ist schon so, dass man ihn wieder die anfängt. Die Fahrer, die spüren das. Krass. Okay. Mischung aus Kohlefaser und zusätzlich noch Überrollbügel ist Reglement? Ja. Genau, das ist eben dieses Einheitskonzept gewesen. Das haben wir so, wir auch als Hersteller damals oder mit als Hersteller von Mercedes, waren nicht Mercedes, aber wir haben das Auto für Mercedes entwickelt, haben wir dann mit Audi und BMW damals eben dieses Konzept entwickelt und dann hat man das gemeinsam so festgelegt, dass es das eigentlich die ideale Kombination ist. Wir reden da immer so ein bisschen von dieser Badewanne, in der praktisch der Fahrer sitzt. Ja. Auch gleichzeitig noch der Tank. Da drüben ist der Tank drin, 120 also Liter. Der ganze Tank, der geht von da hinten komplett einmal bis nach vorne durch. Mhm. Ja, also das ist schon... Das ist Titanium, oder? Nee, das ist ein Spezialstahl. Der sieht auf jeden Fall krass aus, das Ding. Ja, lass uns doch mal das Auto unten anschauen, was wir gerade zerlegt haben vielleicht. Ich habe noch ein, zwei Fragen habe ich noch. Klar. Wann wurde das Ding ungefähr entwickelt? Ungefähr. Also so die Technik, die hier drin... 2018, also wir haben angefangen nach Ende der Saison 2018 für das Jahr 2019. Weil wir sehen ja immer noch hier ein Bosch Motorsteuergerät. Genau. Das wird bis heute so bei euch verbaut? Das ist immer noch so State of the Art oder wechselt Absolut. Man da mittlerweile auch auf andere Steuergeräte? Nein, also wir haben im Motorsport oder in dem Thema auch wiederum war das auch ein Kostenthema. Also auch da hat man sich festgelegt, hat gesagt, jeder verwendet das gleiche System. Bosch ist auch Hauptsponsor der Serie gewesen. Mhm. Und das war hier festgelegt, aber wir haben auch in allen Motorsportprojekten Bosch-Systeme, kommen damit sehr gut klar. Das ist dann schon ein GT3-Auto, oder? Genau, ja. Das heißt, hier steckt schon kein komplettes Carbon-Monocoque. Nee, das ist immer noch, sagen wir mal, das Chassis. Ich habe es auch nur deswegen gerade dran erkannt, weil ich finde, man sieht es an der Aerodynamik immer so krass. Dass die Autos so, was die Aerodynamik angeht, halt einfach seriennah sind. Ich meine, seriennah, ne? Also hier ist jetzt auch aerodynamisch sehr viel gemacht worden. Ja. Natürlich etwas anders als bei den Class-1-Autos. Auch hier, guck mal,
kannst du wunderbar rein. Das finde ich ja immer einfach geil. Diese kühle Anordnung, wenn das da so durchgeht. Hier geht die Tür auch deutlich weiter auf, damit du einen vernünftigen Fahrerwechsel machen kannst. Mhm. Auch eine Carbontür, natürlich nicht ganz so leicht. Und hier ging es auch darum, das muss hier auch alles noch richtig gut funktionieren. Abdichten, schließen. Hier kann halt keiner dann am Ende nochmal die Tür einfädeln. Ach, ja. Genau. Ist halt schon noch mehr Auto, in Anführungsstrichen. Bei dem Auto ist es so, das zeigen wir dir später auch noch, da ist natürlich, sage ich mal, schon einiges mehr an Serienkomponenten. Das ist natürlich kein Prototyp mehr. Ich habe eins gefunden. Wobei das wahrscheinlich nicht von dem Auto ist, ne? Das wird irgendwas anderes sein. Das, also das sieht eher so 10 Jahre älter aus. So nennt man den ja. Also der bewährt sich aber, weil du ziemlich ohne nachzudenken den gut bedienen kannst. Alles ja, auch aus dem Gewöhnlichen einfach raus. Genau. Weil man kennt es vom Autofahren halt, bevor du jetzt wieder in die Mitte guckst, den Knopf. Nee, das hat sich bewährt. Und, ja. Was wiegt so ein Auto? Genau, auch da gibt es Vorgaben. Das hängt ein bisschen davon ab, welchen Spec wir haben. Also im Grunde gibt es da einen Standard-Sprint-Spec und auch einen 24-Stunden-Spec. Beim 24-Stunden-Spec sind wir jetzt irgendwo bei 1300... Okay. Bin ich ganz sicher, 13. Irgendwo in der Richtung. Ja, aber auf jeden Fall. Schon 300 Kilo mehr. Ja. Ja, ich befürchte, wir sehen eh alles nochmal doppelt und dreifach. Na gut, noch sind wir im Eingangsbereich. Ich wollte gerade sagen, noch sind wir eingebaut. Aber trotzdem müssen wir ein paar Wörter hierzu sagen. Ja. Also, das Auto ist das? Das war eigentlich eine ganz coole Idee von Emerson Fittipaldi, ehemaliger Formel 1-Rennfahrer und auch, denke ich, bekannt, der sich überlegt hat, er hat bekannte Menschen in seinem Umfeld, die alle irgendwo auf einer Rennstrecke unterwegs sein wollen und so eine Art Track-Tool suchen. Und da haben wir dann verschiedene Konzepte entwickelt und dieses Fahrzeug dann ist dabei rausgekommen. Also wie müsste ein Auto aussehen, das praktisch von Gentleman-Fahrern auch bewegt werden kann. Und das Design hat Pininfarina gemacht. Das Fahrzeug wurde vorgestellt 2016 im Genfer Automobilsalon. Das ist auch ein Showcar hier, du siehst das, das ist so ein Innenraum dargestellt, aber es ist es ist halt so ein richtiges Clay-Model. Ne? Also das ist auch sehr schwer, wenn wir das hier hin und her fahren. Ah, okay, das ist, ich hätte jetzt gedacht, das ist schon alles in Blechkohlefarbe. Also es sind natürlich hier Komponenten. Ach, hier ist ein Merkmal. Aber das Auto gibt es so schon mittlerweile? Nee, also das ist bei diesem Showcar leider geblieben. Wir haben da im Prinzip die Entwicklung gemacht. Da wurde auch damals ein Saugmotor tatsächlich für entwickelt, ein eigener Motor, den wir hier entwickelt haben und eben das ganze Fahrzeug mit Monocoque-Fahrwerk, das gibt es in CAD oder sage ich digital. Mal in der Entwicklung, aber eben nicht als real, das ist das, was wir hier sehen. Krass, aber diese komplette, ich nenne es jetzt mal Tonform, das habt ihr auch alles hier vor Ort gemacht? Nee, das haben wir mit Pininfarina zusammen gemacht, das sind Spezialisten in dem Thema. Klar, wir haben einige Sachen. Ja, jetzt kann man sagen, man sieht zum Beispiel hier die Radmutter, die ist jetzt nicht so weit weg. Ja. Also da sind so ein paar Sachen vom Konzept her, die wir hier mit hingenommen haben. Wir haben ja auch Teile für gefertigt, damals auch im Haus noch, aber im Grunde ist das ein Showcar. Das heißt, es gibt tatsächlich aber einen Markt für Autos ohne Straßenzulassung, nur um Bock zum Rennstrecke fahren? Absolut, also ich würde sagen, mehr denn je. Damals war es ein bisschen so, dass das vielleicht noch nicht so klar war, aber für mich ist das gerade so in den letzten 2-3 Jahren hat sich das enorm entwickelt, dass man, sage ich mal, Fahrzeuge sucht, die absolut nur auf sogenannte Track-Cars sozusagen, die man nur auf Rennstrecken verwenden kann. Totale Nische, aber die wächst. Das heißt, das ist auch von euch ein Bereich, man könnte jetzt hier Projekt aufgeben und sagen, ich würde gern 20 von solchen ultra krassen Hyper-Track-Cars bauen. Absolut. Also, wenn es ein paar gibt, einfach gerne melden. Nein, also absolut. Das ist ein Thema, das wir auch ausbauen wollen. Also in jedem Fall. Krass. Ich denke, das Ganze hier bei euch ist deutlich größer, als man eigentlich denkt. Und ihr macht auch viel mehr, als man einfach eigentlich denkt. Was denkst du, wie viel dürfen wir heute so zeigen von dem, was ihr eigentlich so macht? Kommen wir schon so in eine gesunde oder können wir wirklich nur so ein bisschen zeigen, weil halt schon Rennsportentwicklung ist halt immer ein Geheimnis, ist ja auch gut so, weil man zahlt auch Geld für. Ist auch nicht, wie soll man das sagen, also ich sag mal so, wir werden dir so 20% zeigen können oder allen 20% zeigen können. Ja. Ich glaube, dass du wahrscheinlich das eine oder andere sehen wirst, wir das aber nicht zeigen dürfen. Und ja, das liegt einfach daran, dass wir tatsächlich in den letzten Jahren vor allem diverse Kunden haben, eben nicht nur AMG. Und dass das halt eigentlich unser Konzept war oder ist auch, dass wir für andere Dinge machen
als Dienstleister sozusagen, und das ist auch gut so. Und ja, man muss ja auch die Kunden in dem Moment einfach schützen. Ne? Also ja, ich verstehe es ja, wenn einer viel Geld dafür ausgibt für eine Entwicklung und dann sieht das auf einmal auf YouTube und der nächste baut es nach so ungefähr. Ne? Ja. Erstens sind ja auch denen ihre, sagen wir mal, Produkte im Endeffekt. Ne? Ja, Wie viele arbeiten hier in Summe? Wie viele Menschen? Genau, also wir sind immer so 270 Mitarbeiter ungefähr, ja. Schon so die letzten Jahre. Bei AMG sind wie viele? Also ich würde sagen, so das Zehnfache jetzt, eher so 3000. Wie ist das ein letzter Punkt? Die Frage ist, ich muss sie einfach stellen, wie ist das bei Mitarbeitern, die hier sind, wenn morgen irgendeine Konkurrenz Motorsport anruft und die als Beispiel morgen bei Porsche, bei Audi, bei Nissan, was weiß ich, wo arbeiten wollen? Kann man, darf man sowas regulieren, verboten und so weiter? Oder steckt da eine gewisse Ehre hinter, dass die Leute bei HWA bleiben wollen? Dadurch, dass wir jetzt keinen Werksport mehr in dem Sinne machen, ist das für uns jetzt, natürlich verlieren wir Mitarbeiter, aber wir wollen da auch keinem im Weg stehen. Also wenn jemand sich beruflich weiterentwickelt, ist das, glaube ich, das größte Recht. Und da darf ein Arbeitgeber nicht reinfunken. Wir haben hier, sage ich mal, in dieser motorsportaktiven Zeit sehr wenig Fluktuation gehabt, und da war es auch sehr ungewöhnlich, wenn Leute von anderen Herstellern hergekommen sind, und eigentlich wollen wir das ja auch nicht. Ja, deswegen ist das oberste Ziel eigentlich zu sagen, wir müssen als Arbeitgeber so cool und so gut sein, dass wir das eigentlich nicht passiert. Aber es gab wirklich die Zeiten, früher waren wirklich so, dass richtig Audi gegen BMW, gegen Mercedes, absolut, das war richtig. Also nicht früher, wir waren auch vorletztes Jahr noch eigentlich in der Formel E aktiv, und da ging es eigentlich darum, okay, wir wollen die anderen, du gehst nicht an die Rennstrecke, um da mitzufahren, sondern man geht da hin, um zu gewinnen. Das heißt, welcher Kampf ist größer, der zwischen den einzelnen Fahrern, ich will den und den Fahrer schlagen, oder zwischen den eigentlichen Konzernen? Für euch wahrscheinlich eher der Konzern? Das hängt davon ab. Und für den Fahrer natürlich, keiner von uns ist Fahrer, ja. Also weder David noch ich haben die Figur oder das Talent. Also von daher, für uns als Ingenieure willst du natürlich mit der Marke gewinnen, ist ja klar. Der Fahrer, wenn der Fahrer nicht ambitioniert ist und sagt, für mich ist das eigentlich nur so ein Zeitvertreib, dann ist er auch nicht der Richtige. Der muss auch performen, ja. Also so wie die Ingenieure performen muss, oder so wie das ganze Team. Also es besteht ja nicht nur aus Ingenieuren, da muss jeder performen. Ne? Und da kommt es auf jeden Einzelnen auch drauf an. Das habe ich jetzt auch gemerkt, die ersten Mal auf der Rennstrecke schon, alleine hast du da komplett verloren. Ja. Das kannst du einfach vergessen. Also da bist du definitiv nur so gut wie dein Team. Absolut. Halt okay, so, ja, ich befürchte, wir haben noch jede Menge Inhalt. Ich würde sagen, packen wir es mal. Ja, gut. Let's go. Okay, jetzt sind wir praktisch hier bei uns in den Heiligen Hallen. Hier kann man so ein bisschen so die Historie sehen vom Motorsport her. 71, das ganz greifen, ne? Signifikante Ereignis. Also da ist man praktisch in Spa angetreten. Als Underdog, keiner kannte AMG in dem Sinne. Und dann hat man im Prinzip Klassensieg gehabt und Gesamtzweiter. Mit einem ganz außergewöhnlichen Fahrzeugkonzept geht es natürlich weiter, irgendwie 92. Mit so einem Auto halt auf der Rennstrecke, ne? Also das war ja eigentlich alles andere als ein Rennauto. Absolut, so. Ja, man hat dann mit Leistung überzeugt und vor allen Dingen, aber vor allen Dingen mit Konstanz. Also hier ging es ja darum, 24-Stunden-Rennen ist ja immer ein Thema. Zuverlässigkeit ist Zuverlässigkeit und Konstanz und eben, ja, und das war, glaube ich, hier ein absoluter Garant. 92. Also das ist auch nicht nur die einzige Vitrine, die wir haben. Wir haben ein paar mehr. Ja, genau. Ja, okay. Und dann geht das natürlich hier weiter. DTM eigentlich dann so die 190er-Zeit hier mit einem Abschluss 92. Dann 93 gab es dann schon das Class 1-Auto, war also fast ähnlich wie das 201. Aber dann 94 schon der erste 202. Jo. Also, man redet ja immer so von diesen alten DTM-Zeiten, STW-Zeiten, das war ja alles noch so einfach und so weiter. Mhm. Bis ich dann diese Autos bei den Tourwagen-Legenden mal ein bisschen gesehen habe, da war ja auch nicht mehr viel Original drin. Ne? Also da ist ja auch schon alles Carbon, alles geil, alles, also viel Serie. Also sind hier viele Werkstoffe auch eingesetzt, also das sind nicht nur Aluminium, also da ist wirklich Know-how reingeflossen. Ja. Ne? In dem Auto vor allem, also hier gibt es ja auch ein Homologationsauto, also man hat dann in 92 extra den Evo 2 als Straßenfahrzeug verkauft. Damit mit 500 Autos, das war diese Stückzahl, die man erreichen musste, um damit dann eben AMG, also Aufrecht, Herr Melcher und die Gruppe hier, eine bessere Basis als Rennauto hat. Haben wir ja vorhin gesprochen, wie ist es mit den Autos von heute? Auch damals gab es das Problem, man wollte BMW attackieren, die hatten schon ein ganz gutes Konzept, und da hat man gesagt, wir brauchen hier im Serienauto bestimmte Sachen, damit wir dann eine bessere Form haben. Habt ihr eine Sammlung so von alten Autos, oder ist das über die Jahre leider platztechnisch und kostentechnisch? Also ja, wir haben natürlich eine große Sammlung, aber die wichtigsten Autos sind im Museum und sind bei Mercedes, weil wir natürlich die Fahrzeuge auch für Mercedes entwickeln. Cool. Ja.
So, jetzt gehen wir mal so rein, wo wir dann nicht mehr filmen jetzt vielleicht kurz einmal. Kurze Unterbrechung. Ja. Wir haben jetzt eben das Auto gesehen oben, den Aston Martin Class One damals, der hatte einen Vierzylindermotor. Ach, wie krass. Ja. Finde ich jetzt gar nicht mehr. Okay. Ja, das war das Reglement, also man hat da so einen Switch gemacht und ist auf vier, von V8, der steht daneben, das ist der alte Mercedes-Motor, der letzte DTM-Motor bis 2018 als V8, Sauger und dann hier als 2 Liter R4 Turbo, dann in dem Aston Martin. Und was für ein, dieser Basisblock ist auch von euch oder war der irgendwo in irgendeinem Auto mal drin? Nee, es gibt kein Basisteil, das heißt auch dieser Motor, also auch der andere Motor, den wir dir jetzt gerade nicht zeigen konnten, ist praktisch vom weißen Blatt Papier entstanden. Natürlich haben wir auch schon andere Motoren in den letzten Jahren entwickelt, also man fängt da jetzt nicht komplett von Null an, aber in dem Fall schon, weil man hier ein ganz wichtiges Thema hat. Das Reglement hatte damals versucht, durch Kraftstoffbegrenzung sozusagen Effizienz zu schaffen. Also man darf praktisch für ein Rennen eine bestimmte Menge Kraftstoff haben. Pro Stunde war das reglementiert, wie viel Kraftstoff man da hat. Und deswegen ist dieser Motor so entwickelt worden, dass er halt extrem mager läuft, ultra heiße Abgastemperaturen und wirklich so an der Grenze. Und da gibt es auch so das Thema, dass du dann also sehr, sehr effizient arbeitest und der hat einen höheren Wirkungsgrad als Dieselmotoren. Das heißt also über 40% auf jeden Fall. Das, wie viel Leistung hat er? Ja, durch den Kraftstoff halt so begrenzt. Also das Problem war eben, dass es eine, wie so eine Drossel eigentlich eingebaut war, ne, im Reglement. Und wenn er jetzt mehr Kraftstoff gehabt hätte, hätten wir mehr Leistung fahren können. Aber an dieser Magergrenze, irgendwo deutlich über 600 PS. Ah, doch, so, ja. 650, da können wir ein Quartett mal drauf. Ja, 650. Also, weil es sieht ja aus wie 2000 so ungefähr. Ne? Aber das Entscheidende an dem Ding ist auch noch, auch hier wieder fest montiert, also das fest, also trägt praktisch Struktur und Gewicht. Ach, der geht hier direkt ans Monocoque ran? Nee, an der anderen Seite, also das ist praktisch die Stirnbandseite. Achso, ja, logischerweise kommt der Getriebe noch hinterher, hast recht. Nee, nee. Getriebe ist Transaxle, also der Motor ist vorne, das ist am Monocoque. Ach, der war vorne gerade im Auto. Ja, genau. Ja. So, und hier vorne ist dann das Fahrwerk, also das Fahrwerk ist dann deutlich davor und auch Lenkung und hier ist praktisch dann so Individualbereich. Aber zeigen wir dir gleich drüben. Wir haben aber richtig hier oben Aufgaben, krass. Ja, okay. Genau. Ja. Und das hier ist Öltank, richtig? Genau, Öltank zum Beruhigen vom Öl. Aber gibt es einen... Gab es sonst für den Motor noch irgendein anderes Regularium oder wirklich einfach nur der Spritverbrauch und alles andere konnte dann machen? Nein, das ist schon da relativ. Da schon mehr. Da, also, aber da gehen wir jetzt, glaube ich, das wird dann auch, da können wir uns hier hinsetzen. Aber hätte man zum Beispiel auch einen Boxermotor bauen dürfen oder muss es schon ein Vierzylinder rein? Eine ganz gute Frage. Nee, es war ein rein Vierzylinder. Aber guck, es sind also, das macht auch Sinn. Es sind bestimmte Komponenten hier, Hochdruckpumpe, Turbolader, also Drosselklappe. Du siehst eigentlich alle Teile, die hier nicht so ultra advanced sind, das waren so Einheitsteile. Weil wenn du hier jetzt an so einer Pumpe lange rumentwickelst, kannst du dir Vorteile erarbeiten, die aber ja irgendwie, die willst du ja auch nicht. Wir haben wegen der Hochdruckpumpe gewonnen, darum geht es ja nicht. Das finde ich halt im Motorsport immer geil. Da wird halt immer so diese Schaltpanels gemacht für die einzelnen Sensoren, ne? Ja. Also ein Kabel reingelegt und dann wird es alles verteilt da drin. Ja, das ist halt das Geile, wenn man wirklich vom weißen Blatt aus sowas entwickelt, ne, dann kann man sich natürlich das echt... Ja, man kann es einfach so packagen, wie man es halt einfach braucht. Ne? Das ist schon... schon gut. Gut, auch bei dem Motor ist ähnlich wie hier. Das ist halt alles, sage ich mal, so entwickelt worden, dass das im Prinzip so lange hält, wie das Rennen geht. Ne? Also du willst, oder die Saison in dem Fall. Man will hier nicht irgendwo extra Gewicht rum, der wiegt jetzt 85 Kilo. Tim, kannst du mal Bus vorfahren hier? Aber der muss eine Saison durchhalten? Nee. Doch. Ein komplettes Jahr? Ja. Schon also jetzt wird es auch komplex. Also da gab es dann auch so Joker-Motoren. Also du kannst dann, pro Hersteller hatte man eine Anzahl von Motoren. Und ja, aber ich glaube da... Was fährt der unter Volllastung an Lambda? Wahrscheinlich der Lambda 1? Oder noch magerer? Nein, deutlich. Deutlich. Noch magerer? Ja, ja. Wir halt treffen nachher Dietmar, da kann man ihm die, genau die Frage stellen, da wird dir das auch sagen. Die deswegen auch hier so fett isoliert, wahrscheinlich alle am Mühen ist. Das glüht schon ein bisschen hoch wahrscheinlich. Nee, das ist nur die Isolation des Krümmers. Es gibt im Fahrzeug noch die Isolation, also das ganze Ding war noch voll eingepackt und auch aktiv belüftet. Ja. Geil. Krass. Okay. Ja, das hier ist mehr so Rennmotor in Anführungsstrichen, wie ich es mir so aus den Formelautos vorstellen würde. Ne? Ultra flach. Aber schmal. Komm mal her, Philipp, komm mal her.
Also hier siehst du was, hier unten, das ist praktisch der Trockensumpf. Ja. Und diese Platte war auch gleichzeitig der Unterboden. Das heißt also, das Ding, musst du dir vorstellen, ist praktisch auf dem Boden. Ja. Jetzt stell dich mal daneben, dann ist praktisch der oberste Teil vom Zylinderkopf, ist irgendwo so hier so im Mittel von deinem Schiebein. Also, da ging es auch darum, die Kurbelwelle ist alles so komprimiert, dass du im Prinzip so flach wie möglich baust. Schwerpunkt, hatten wir gedacht. Und gibt es auch direkt verschiedenste Aufhängungsmöglichkeiten. Ja, genau. Das ist hier praktisch Anwendepunkt. Also, da ist auch was Interessantes. Diese Platte zum Beispiel ist ein Einheitsteil gewesen, musste auch jeder Hersteller fahren. Und keiner wollte preisgeben, wo der Querlenker dran ist. Guck mal, hier ist ein Querlenker, der geht dann hier so vor und hier nach vorne. Mhm. Und keiner wollte so richtig sagen, wo der Punkt sein soll. Und deswegen sind hier lauter so Punkte, damit man eben nichts dem anderen preisgibt. Weißt du, es war immer so, wenn man sich auf Einheitsteile geeinigt hat, waren die immer so für alle sozusagen gefächert und völlig übertrieben. Auch beim Stabi. Dann hieß es so, ja, welche Stabi-Rate braucht ihr? Ah ja, wir brauchen ein 10er-Rohr und auch ein 40er Vollrohr, so ungefähr. Und dann denkst du so, hä, wie kann das denn sein? Also keiner wollte da so offenlegen, was man da so... Das ist ja alles Performance da, genau. Ich finde immer geil, wie filigran halt im Motorsport alles so gebaut ist. Ne? So, wenn man sich so kleine Halter anguckt, wie das alles freigefräst ist. Das ist dann hier 8 Zylinder? Genau, V8. Sauger und das ist ein Flachschiebersystem, beziehungsweise nicht so Flachschieber. Drehschieber, ja, das sind so Rollen, die aber keine Mittelachse haben. Mhm. Das sind ganz spannende Themen. Aber wie gesagt, ich bin hier nicht der Motorenentwickler. Wo war so ein Motor dann drin? Der war bis 2018 in den Mercedes DTM-Autos. Ach, cool. Das heißt, das waren auch damals auch so 600 PS. Ja, auch da ist man immer so ein bisschen unkonkret in den Leistungsangaben. Nee, schon weniger, weil hier war das Problem nicht die Kraftstoffrestriktion, sondern hier waren vorgeschrieben Luftrestriktoren. Luft, ja. Also hier hast du zweimal... War nicht groß, ja. War so 30 mm, glaube ich, maximal 32, glaube ich, zweimal. Und das ist wie, als hättest du einen Sportler einen Strohhalm im Mund und dann lauf mal los. Ne? Und irgendwann bist du halt begrenzt. Also da reden wir eher so von 550 PS. Aber auch ein spannendes System gewesen. Hat sich auch echt lange so gehalten und war sehr zuverlässig. Für euch intern, was baut ihr lieber? Sauger oder Turbomotor? Kann man das so sagen? Frag das bitte nachher auch lieber. Okay. Wir sind ja im Prinzip die Fahrzeugentwickler hier. Und, ich denke, es kommt einfach auf die Technik drauf an. Also wenn man Spaß hat an der Technik, dann ist es eigentlich relativ egal, was man macht. Wir haben das ganz cool, das haben wir entwickelt für ein Projekt CEDU, heißt das. Und zwar haben wir mit dem Land Baden-Württemberg hier sozusagen ein Forschungsprojekt umgesetzt. Und da geht es darum, dass wir ein emissionsfreies Auto entwickelt haben. Also im Prinzip hatte ich dir gesagt vorhin, was können wir denn so alles? Was können wir mit unseren Fähigkeiten machen? Und da haben wir überlegt, wir können einfach eigene Antriebe entwickeln. Warum sollen wir nicht auch mal sowas? Das ist jetzt praktisch ein elektrischer Antrieb, da unten liegt ein Motor. Den haben wir nicht entwickelt, das ist ein Zukaufteil. Aber das Getriebe, das ist im Prinzip eine Einheit aus Getriebebremse. Und zwar geht es darum, einfach kein Bremsen mehr zu haben. Ja, also moderne Elektroautos rekuperieren schon, das heißt, du brauchst eigentlich keine Bremse mehr, aber du brauchst sie einfach immer noch. Eine alte Reibbremse in der Felge, weil du halt sagst, wenn die Batterie voll ist oder irgendwas, musst sicher. Du ja, sicher. So, und hier haben wir halt ein Konzept entwickelt, dass du sagst, wir haben keine Bremse mehr, sondern nur noch eine Art Notbremse und rekuperieren maximal. Und da sehen wir auch den Schlüssel drin. Je mehr du praktisch rekuperierst, desto effizienter kann so ein E-Fahrzeug sein, desto kleiner kann auch der Akku dann am Ende sein. Das ist wirklich der Schlüssel. Und du hast natürlich keine Emissionen als Feinstaub. Wir haben zwar hier eine Bremse drin, hat es ja kurz gezeigt, eine Lamellenbremse. Die läuft im Ölbad, wird hier auch voll abgekühlt, beziehungsweise das läuft durch ein Filtersystem. Wenn es da Abrieb gibt, hast du das im Filter, kannst entsorgen, alles gut. Und was eigentlich das der Clou dabei war, das hat hier ein Kollege von uns dann in diesem Entwicklungsprozess sich erst ausgedacht. Der hat dann gesagt, ja, im Rad hat er ja gar keine Bremse mehr. Dann brauchen wir auch keine klassische Felge mit Öffnung mehr, um die zu kühlen. Dann packen wir doch einfach alles ein und saugen auch mal den Reifenabrieb ein. Reifenabrieb ist nämlich eines der größten Themen der E-Autos. Sind ja viel schwerer und haben, also pauschal kann man sagen, dass sie ungefähr doppelt so viel Reifenabrieb haben wie normale Verbrennerfahrzeuge. Ach, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja, durch höhere Drehmomente und durch Gewicht vor allem. Und jetzt gibt es aber Entwicklungen, jetzt werden natürlich Reifen entwickelt, die dann weniger Abrieb haben, aber bisher war das so. Und
Wir haben aber jetzt ein System entwickelt, womit man dann praktisch den Reifenabrieb komplett absaugt über so ein Staubsaugersystem. Und das haben wir natürlich auch, sage ich mal, im Petto gehabt, weil wir sagen, wir machen sonst Bremsen, Kühlungssysteme, wir wissen, wie sich da die Luft verhält, haben das simuliert, haben auch Tests gemacht und dann haben wir das Auto auch mit der DLR, also mit dem deutschen NASA, sage ich mal, Deutschen Luft- und Raumfahrtinstitut, mit denen haben wir das zusammen dann alles überprüft und gemessen und haben tatsächlich, können wir behaupten, dass wir das sauberste Auto der Welt entwickelt haben, weil es einfach tatsächlich lokal gar keine Emissionen hatte. Weder Bremsenstaub noch Reifenabrieb. Und das heißt, eine Seite hiermit ist mit den Rädern verbunden und dann geht die Kupplung einfach zu und bremst das ab. Genau, da gibt es zwei Elemente, also das ist praktisch links und rechts. Du hast auch zwei Antriebe dann. Das war natürlich wieder so ein bisschen unser Performance-Gedanke. Das hätte man noch mal ein bisschen komprimierter machen können, aber wir wollten hier eigentlich auch schon was entwickeln, was man vielleicht auch noch mal... Und dann logischerweise auch vorne und hinten, damit du auch vorne und hinten bremsen kannst. Nee, hauptsächlich vorne, weil du eigentlich hauptsächlich vorne bremst. Und wie ist das so mit Verschleiß in Sachen Bremsen? Ja, also durch das Ölbad geht das? Wir haben eigentlich gar keinen Verschleiß, weil du im Grunde hauptsächlich rekuperierst. Das war nämlich der Clou dabei. Du musst dann natürlich dein System so programmieren, dass du auch wirklich bis fast zum Stillstand elektrisch bremsen kannst. Und dann hast du gar keinen Verschleiß. Ja. Und nur für den Notfallmoment, falls man wirklich mal bremsen muss. Oder so, es gibt halt schon so Momente. Es ist ja auch, wenn du voll geladen bist, kannst du jetzt auch nicht unbedingt Strom in die Batterie zurückführen. Oder eben so Notbremsen. Und halt, ich sag, es kommt auf den Fahrer drauf an, ne? Weil man muss sich da ja schon so ein bisschen auch drauf einstellen. Es gibt ja aber so Fahrer, die haben halt ein Faible dafür, maximal spät und dann besonders hart zu bremsen. Genau, das sowas, ist momentan die werden, auch Thema. Die werden sowas halt brauchen. Ja, nee, vor allen Dingen das Problem ist, dass die aktuellen Batterien, das sind ja, die Batterien sind ja ausgelegt, um lange Energie abzugeben und nicht kurzfristig. Und deswegen ist das so gedacht, wenn du jetzt hier stark bremsen würdest, dann wäre dann praktisch die Anforderung an die Batterie nicht die richtige. Die könnte den Strom gar nicht aufnehmen, wird dann zu heiß. Aber das entwickelt sich alles. Und was ich dir nur sagen wollte, also wir haben jetzt hier Motorsport-Themen gesehen, das ist auch wirklich unser Steckenpferd, aber wir schauen uns eben auch bei anderen Themen um. Und auch da, glaube ich, sind wir ganz gut unterwegs mit Innovationen. Und ja. Seht ihr solche Systeme irgendwo, irgendwann mal im Rennsport? Ja. Schon? Ja. Also von eurer Seite aus gibt es schon Möglichkeiten von der Theorie her mit Antrieben, Batterien, schon auch ein Rennauto als Vollelektro zu bauen, was am Ende auch liefert. Also wir haben eigentlich mal ein Konzept vorgestellt, das nennt sich High Race. Das ist ein Wasserstofffahrzeug, aber es ist eine Kombination aus hochpotenten Batterien, Wasserstoff-Brennstoffzelle und elektrischen Antrieben, um dann, sage ich mal, sehr effizient und sozusagen ohne Verbrennung Motorsport betreiben zu können. Da haben wir ein Konzept entwickelt, es gibt auch ein Fahrzeug, was wir wirklich auskonstruiert haben. Ihr habt ja auch die Formel E gemacht. Genau. Ist davon noch irgendwas hier? Kann man da irgendwas von sehen? Ja, schon. Wir sind, glaube ich, nämlich schon im Punkt, wo ich sagen würde, das reicht tatsächlich schon für Teil 1. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie viele Teile noch kommen, aber ich möchte einfach, dass die Zuschauer diese ganze Technik verinnerlichen und mitnehmen. Und ich weiß, irgendwann, jetzt nach 30, 40 Minuten, sind die auch dann immer erstmal satt. Deswegen, ich würde sagen, das war erstmal Teil 1 von HWA. Vielen Dank, dass ich schon mal hier sein darf. Es geht natürlich direkt weiter mit Teil 2, weil ich glaube so ein bisschen, das war wirklich erst so der absolute Anfang. Und jedes Teil, was ich hier sehe, könnte eigentlich eine Folge zu machen. Das heißt, ihr dürft euch auf weitere Teile freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.